Drei Jugendliche, die alleine für 3 Tage auf Paris wollten. Doch was auf dem Weg dorthin passierte, ist unglaublich. LFTV, wow, baby. Was geht ab, meine LFTVs? LFTV ist back mit einem neuen Video und heute sind wir in motherfucking Paris. Wow, wow, wow. Ich glaube, wir beginnen von vorn. So, meine Freunde, wir sind jetzt gerade am Hauptbahnhof. Hier mit dem Gepäck. Wir gehen jetzt in den Flixbus. 23 Euro das Ticket. 9,5 Stunden Fahrt. Es wird krass. Es wird krass. Auf jeden Fall bin ich hier mit Marc. Vorne ist Ilias. Wir gehen nach Paris. Fort mit. Und ja, Leute. Wir leiden alle unter ADHS. Boah, das ist anstrengend, Wallahi. Wuh! Leute, zu anstrengend, ja, ich schwöre, ja. Was los? Oh nein! Hier sehen Sie Immigranten, die versuchen, in ein anderes Land zu flüchten. So machen sie das. Wählen Sie die richtige SVP. Für Deutschland! Bis deppert! Für Fortnite, mein Lack. Oh, mein Eier! Ja, wir rennen auf den Bus! Zollficht, bitte! Das ist der Bus, meine Damen und Herren. Sorry, aber wenn das nicht so aussieht nach sicherem Moor, Bruder. 23 Euro, vergesst nicht. Hallo, Chef. Hallo. So, Bro, können wir auswählen, wo? Может, ты, Игорь, знаешь, ты свободное место, а может, ты его. Окей, где вам ходи? Айде, брате! Катастрофа. О, пизды, паду до вас. Was los? So, Leute, wir sind jetzt gerade hier im K. Mark ist hier hinten. Was geht, Chef? Das ist Ilias. Period. Wir haben jetzt hier einen Halt, irgendwo im Nirgendwo, kurz vor der Grenze von Frankreich. Irgendwie Polizeikontrolle oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall, die finden meinen Baba Hasch nicht. No. Spaß, ich habe keinen Baba Hasch dabei. Period. Krass, war der Polizeikontrolle richtig erwachsen. Let me make some minutes. Pause for a minute, babe. Oh la 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 la, on est niqué, fils de pute. Oh la la, les hippies. On s'est fait niquer, ils vont trouver notre âge, putain de merde. Cachez tout. Servus. Sag man das so? In München sagt man das. In München. Die kleine Eierkopf. Soll ich mal runtergehen? Ey, jo. Alles gut? Ja, ja, wir fragen die einfach mal ab und dann prüft okay. Nochmal ihre Dokumente, dann kriegen sie die zurück. Super. Okay. Warum unsere? Warum ihre? Wir machen eine Stichprobenarbeit. Das hat nichts mit ihnen zu selbst zu tun, das machen wir. Ja, wir sind mal eine Der hat unsere Idee genommen. Von uns drei. Junge, wir machen so viele Faxen, der hat einfach unsere Ausweise genommen, ja? Er nimmt unsere Ausweise, Ilias fragt, warum unsere? Er sagt, Stichprobe. Wieso? Nicht mal in Paris, so diese 24 Oder wir sind jetzt schon Hubs, nie wieder Vita Veto oder 10 Jahre Hubs. Make it official. Wenn wir jetzt raus müssen? Nee, noch wenn. Weißt du, wie viele Klicks das gibt? Alles gut? Ja, ja. Super. Gute Unterricht verteilt. Vielen Dank. Schönen Arbeitstag noch. Arbeitsabend, sagen wir. Aber Arbeitstag geht auch. Auf Wiedersehen. Die haben uns auch hastig gefunden. 20 Traum. Paris, wir kommen. Paris, wir kommen. Wir haben nicht gefunden, meine Pakete. Was los? So, Leute. Wir wurden jetzt angehalten wegen so einer kleinen Pussy. Der geht's gar nicht gut und ich glaube, der hat Drogen genommen. Und jetzt haben wir so mindestens 2 Stunden Verspätung und Bock gar nicht, weil wir wollten eigentlich pennen und all das. Und jetzt mussten wir mindestens 20 Minuten warten und jetzt kommt diese Pussy und hat Drogen genommen. Der geht sich gar nicht gut und jetzt müssen wir das machen und können warten einfach. Und jetzt ist der drin und ich weiß nicht, ob der mitgenommen wird oder gar nicht, aber ist mir scheißegal.
wollte nur weiterfahren, aber ja, keine Ahnung, was ist passiert, ja. Der sitzt so neben uns, der war so am Zittern, Bruder. Der sagt, ich kann nicht mehr, ich muss raus. Bruder, der geht unten im Klo, der kotzt Kloschüssel voll, der gibt uns ASMR und ein Rohr rein, Bruder. Bruder, ekelhaftiger Typ, Bruder. Der macht ein richtiger Junkie, Alter. Ja, auf jeden Fall, wir locker sehen, seit 20 Minuten am Warten, bockt auf jeden Fall gar nicht. Ich hoffe, der Typ wird einfach mitgenommen, wir können dann weiterfahren. Aber ja, mal schauen, Riesenszene, Bruder. Er ist irgendwo rausgenommen von Polizei, dies, das, Ananas. Was ist nicht einfach als Drogendealer? Was willst du machen, Mann? Boah. Oh mein Gott. Panam, fils de pute, va! Vas-y, Panam, Skirpa! Also, wir gehen jetzt erstmal ins Hotel. Wir wissen nicht wohin, wir laufen einfach gerade in der Richtung. Aber wir werden die Scheiße schon finden. Let's go! Oh mein Gott! Leute, wir sind gefickt! Wir sind gefickt. Wir sind gerade vor dem Hotel. Die sagen uns auf Ernst, wir können nicht rein. Wir haben gebucht, reserviert, Formular, dass wir unter 18 sind. Ihr könnt nicht rein, wenn ihr keine Person habt, die unter 18 ist. Über 18 ist. Über 18. Wir sind gefickt. Wir sind alleine in Paris, ohne Hotel, ohne gar nichts, Bruder. Wir müssen hier jetzt 8 Uhr morgens rumlaufen mit Gepäck und irgendeine Scheiße finden, Bruder. Wir haben nicht viel Geld, um irgendwie 100 Euro pro Nacht oder so. Ey, Katastrophe, wir müssen jetzt ein anderes Hotel finden, aber ich würde mal sagen, es beginnt gut. Wir suchen jetzt ein Hotel, aber sag euch ehrlich, gar keine Lust auf die Scheiße. So, meine Damen und Herren, wir haben jetzt ein anderes Hotel gefunden, also wir suchen jetzt eins. Hier, irgendwo, beim roten Punkt. Das Ding ist, wir wissen nicht richtig, ob das Platz hat. Wir müssen jetzt einfach mal dorthin laufen und schauen, ob das dann Platz hat. Deswegen betet für uns, dass wir Platz haben und dass wir einfach schlafen gehen können. Weil sonst, wir sind in Paris mit 17 Jahren und wir suchen am gleichen Tag der Ankunft eine verfickte Unterkunft, Bruder. Kann man sich nicht ausdenken, ne? Motivation ist auf jeden Fall bei allen sehr hoch. Wir hatten alle ungefähr 1,5 Stunden Schlaf, aber das ist alles sehr im grünen Rahmen. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt mal dorthin und schauen, ob die Platz haben. Mission failed. Wir sind gerade hier von dem potenziellen Hotel. On s'est fait niquer, putain de merde. Sie sagen, wir kommen nicht rein. Keine Chance. Sie haben uns ein Hotel gegeben, was eigentlich unter 18 ist. Wir rufen an, keine Chance. Wir sind in Paris. Wisch, wisch, wisch. Ohne Hotel. Wir schlafen draußen heute Nacht. Wir sind verzweifelt. Ich habe jetzt meinen Vater angerufen, Bruder. Der muss jetzt klären, Bruder. Ja, ich habe Angst, ich sage euch ehrlich. Egal, wir holen jetzt erstmal auf süß. Déjeuner. Matin, déjeuner, matin, déjeuner. C'est gâté! Venez bien la fils de fils! Wir haben ein Zimmer gefunden. Nach 2 Stunden, mein Baba hat geklärt. Shout you! Wir haben hier ein kleines Studio gefunden. 139 für 3 Personen pro Nacht. Auf jeden Fall valid. Hier haben wir noch ein kleines Bett. Fernsehen auf süß, Bruder. Hier sogar hat ein bisschen wenig Platz. Boah, Bo! Was ein Badezimmer, Junge. Krank. Hier auf jeden Fall werden wir die ein oder andere Chaya mit. Period up, period up. Auf süß. Sogar ein kleines Bild, Bruder. Hier kommen meine Rolex rein mit den 50k Dollar, die Euros, die ich dabei habe, meine ich. Und ja, Leute. Jetzt machen wir uns ready und dann gehen wir zum Louvre. Cigarette. Was los? Oh, ja Leute, was geht ab? Wir hatten gerade unseren ersten Überfall. Ja, so solche Rumänen waren es. Ja, Rumänen, wir wurden umzingelt. In der U-Bahn wurden wir umzingelt. Und dann wollten die anderen besser in meine Tasche gehen. Wir haben direkt gemerkt. Das geregelt. Wie kleine Bruder. Wir haben gesagt, no, yalla, yalla. Wir haben die geschlagen auf jeden Fall. Spaß. Auf jeden Fall gehen wir jetzt zum Louvre. Wir laufen dorthin. Und ja, Paris ist auf jeden Fall richtig schön. So Leute, wir sind hier gerade. Seht ihr das? Das ist einfach so ein Spiegel und das reflektiert alles. Oh mein Gott, Digga.
ist einfach Kevin von Fortnite. Period up, period up. Ich fick eure Mütter, ihr Bade. Ich fick euch alle. Mal, kannst du das uns zum Luft sagen? Meine Damen, meine Herren, wir stehen jetzt vor dem... So, meine Leffis, leider sind wir schon am Ende angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst doch ein Like, einen Kommentar, ein Abo da und freut euch auf Teil 2.